Liebes Top-Router-Team, schön, dass ihr alle hier seid. Im Namen des gesamten Führungskreises erstmal ein herzliches Willkommen und einen schönen guten Morgen hier zu unserer wertvollen Veranstaltung in Wiesloch. Wir freuen uns alle sehr, dass ihr heute hier mit uns da seid, um diesen Tag zu begehen. Uns als Führungsteam ist das heute wirklich ein ganz besonderer Tag, denn heute vervollständigt sich für uns ein Puzzle, an dem wir jetzt gemeinsam im Führungskreis seit dem Jahr 2018 arbeiten. Das ist aber auch ein Zeitpunkt, bei dem wir mal in die Zukunft blicken müssen. Wo geht die Reise eigentlich hin? Was liegt vor uns? Und was wird uns als Unternehmen tatsächlich in diese Zukunft tragen? Deswegen ist es so wichtig, dass wir gerade jetzt uns mit diesen Werten beschäftigen, weil wir wollen noch weiter wachsen, wir wollen noch viel mehr Menschen bei Jobrouter werden, das Unternehmen soll wachsen. Wir müssen jetzt den Grundstein legen, damit wir das in der Zukunft schaffen. Und mit den Werten hintendran als Grundbasis für unser weiteres Wachstum dieser Gemeinschaft gut aufgestellt sind, um das Unternehmen in eine weitere erfolgreiche Zukunft zu führen. Wir haben uns angeguckt am Ende des Tages, was sind denn schon gelebte Werte im Unternehmen, wonach eigentlich jeder heute und hier schon agiert. Was sind davon wirklich Werte, die für uns auch auf Basis dieser Vision, Mission und Strategie, die wir uns gegeben haben, relevant sind. Stärken werden eingebracht, aber auch Schwächen werden akzeptiert und genauso muss es in einem Team sein. Wir ziehen gemeinsam an einem Strang und sind so erfolgreich. Wir begegnen uns auf Augenhöhe, akzeptieren die Entscheidungen anderer und unterstützen uns gegenseitig. Die 5 Kernwerte, die für Jobrouter, für dieses Unternehmen relevant sind: Wertschätzung, Kooperation, Qualität, Eigenverantwortung und Mut, vor allem mutige Entscheidungen zu treffen. Jeder Ast an diesem Wertebaum steht für einen unserer 5 Werte, die wir euch gerade vorgestellt haben. Macht euch Gedanken, steht auf und macht eure Fingerabdrücke hier vorne an die entsprechenden Äste, wo ihr glaubt, diese Werte sind für mich persönlich, für das Unternehmen entsprechend wichtig.